Was geht? Heute Morgen habe ich mir extra Zeit genommen, nur für mein Fach der Schande, wenn es das überhaupt gibt als Ausdruck. Aber heute habe ich vor, ja, einfach an meinem Pile of Shame, an meinem Bücherfach, an meinem Bücherregal der Schande zu arbeiten und endlich mal Reihen anzufangen, die ich hier wirklich schon seit ein paar Monaten liegen habe. Zur Erklärung, mein Fach ist ein bisschen unaufgeräumt gerade, aber heute möchte ich mich genau diesem Quadrat hier widmen. Ein Fach, wo, ja, es sind alles Reihen, die ich noch nicht gelesen habe. Beziehungsweise bei manchen, wie zum Beispiel Undead Unluck, habe ich zum Teil den ersten Band gelesen. Ich glaube, das gleiche auch bei Gleipnir. Aber im Grunde sind das alles komplett ungelesene Werke für mich. Und die Kriterien sind so ein bisschen, dass sie schon eine Zeit lang hier liegen oder lagen. Und heute möchte ich endlich mal ein bisschen hier loswerden, da ich einfach diesen Tick habe, immer die ersten drei Bände ungefähr zu holen. Die ersten drei Bände Blue Lock, die ersten drei Bände Blue Box, die ersten drei Bände Undead Unluck, die ersten drei Bände Frieren. Man sieht hier, man kann ja ein Pattern erkennen. Deswegen wähle ich heute im Laufe des Tages ein paar Reihen aus und werde sie endlich anfangen. So, ich habe es mir einmal auf dem Sofa gemütlich gemacht. Das ist mein Sofatisch. Hier werde ich nachher auch lesen oder gleich. Erstmal möchte ich kurz die drei Reihen zeigen, die ich jetzt ausgewählt habe, wo ich zumindest den ersten Band heute oder jetzt gleich anfangen wollen würde. Und das ist zumal Blue Box. Romance ist mein Lieblingsgenre. Insofern muss man, glaube ich, nicht viel mehr erklären. Bei Blue Box habe ich einfach nur gewartet, bis ich mindestens drei Bände habe, damit ich nicht, ja, nicht warten muss, sagen wir mal so. Aber Blue Box, da freue ich mich drauf. Dann ein weiterer Sport im Manga, weil Blue Box ja auch ein bisschen um Sport handelt, ist Blue Lock. Da bin ich ein bisschen am Hype jetzt, glaube ich, zu spät dran. Aber ich liebe Fußball, deswegen hoffe ich, dass Blue Lock mir auch gefällt. Hier habe ich auch die ersten drei Bände. Mal schauen, wie weit ich da komme. Und der letzte oder die letzte Reihe ist eine Reihe, die ich einer gewissen Person in den Kommentaren schon 2,5 Monaten schulde, dass ich sie mal anfange. Heute beginne ich endlich mit Ragnar Crimson. Ragnar Crimson habe ich auch die ersten drei Bände alle gebraucht gekauft. Liegt bestimmt schon, ja, ich glaube schon, 2,5 Monate auf meinem aktiven Lesestapel und ich kam da einfach noch nie zu. Aber ich habe irgendwie auch Bock, einfach mal ein bisschen Fantasy heute zu lesen. Deswegen sind das die drei Reihen, mit denen ich jetzt erstmal beginnen würde. By the way, Tipp an alle Leute, die Kaffee mögen: Tasse Kaffee, ungefähr 3/4 füllen mit komplett schwarzem Kaffee und dann 1 bis 2 Esslöffel Vanilleeis. Ich glaube, besser kann man nicht in den Tag starten. So, ich bin jetzt nach keine Ahnung wie langer Zeit fertig mit dem ersten Band von Ragnar Crimson. Ragnar Crimson. Und hat mir sehr gefallen. Hat mir sehr gefallen. Ich werde jetzt nicht direkt den zweiten Band lesen, sondern irgendwann später mal. Ich mag das Character Design oder die Character Designs sehr gerne in diesem Buch, in diesem Band. Und die Story wirkt irgendwie sehr verlockend, also keine Ahnung, so sehr spannend. Also ich habe da wirklich Lust. Also hat mir sehr gefallen, der erste Band von Ragnar Crimson, muss ich zugeben. So, ich bin jetzt draußen unterwegs, suche mir jetzt hier ein Fleckchen, wo ich dann Blue Box lesen werde. Ich glaube nicht, dass ich mich so viel dabei filmen werde, weil ich jetzt mein Kamerastativ nicht mit habe, aber es geht hier so bergauf. Aber ich freue mich auf Blue Box und melde mich dann wieder, wenn ich eine Bank oder ähnliches gefunden habe. Irgendwie bin ich falsch abgebogen und jetzt plötzlich richtig. Hier ist jetzt richtig Adventure Time angesagt. Aber mal gucken, wo es hier längs geht.
Also Bank wurde gefunden. Jetzt geht's los. So, für euch waren das jetzt wahrscheinlich 20 Sekunden. Für mich war das ein etwas längerer Zeitraum. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin mit Blue Box noch nicht ganz fertig, aber ich habe das gerade eben auch schon auf Instagram gepostet. Übrigens, gut, folgt mir auf Instagram, @mortenschmorten. Ja, aber ich habe mich nach einem Kapitel schon total in Blue Box verliebt. Also, ich bin ja einfach Romance. Also, keine Ahnung, ich liebe ja einfach Romance. Und bis jetzt ungefähr, ich bin so bei der Hälfte, hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Deswegen überlege ich auch gerade, wahrscheinlich eher Blue Box auch Band 2 dann nachher noch zu lesen. Start Blue Lock und ist erstmal bei Ragnar Crimson und bei Blue Box zu belassen fürs heutige Video. Und ja, einfach, to be honest, jetzt 3 Reihen auf einmal anzufangen, ist vielleicht auch ein bisschen too much gewesen, aber Blue Box wird auf jeden Fall heute wahrscheinlich auch noch der zweite Band angefangen. Also, man liest es, denkt sich einfach nur ganz normale Zeichnungen, Romance, aber dann gibt es Panels, die einfach so dynamisch und geil gezeichnet sind. Damit hätte ich ehrlich nicht gerechnet bei Blue Box. Also die Zeichnungen gefallen mir sehr, sehr gut. So. Blue Box Band 1 ist jetzt komplett fertig und es hat mich sehr überrascht. Also ich ging davon aus, dass es mir gefallen würde, allein wegen den Genres, aber hey, ich weiß auch nicht. Es hat mich so gecatcht, so gehuckt gerade. Und ich bin jetzt schon traurig, dass ich nur die ersten 3 Bände habe und dann warten muss, weil ich würde das am liebsten, das ist eine Reihe, die ich am liebsten jetzt an einem Abend gefühlt durchbingen würde. Gleichzeitig ist das aber auch so eine Feel-Good-Reihe, glaube ich, dass es gut ist, dass man es dosiert liest und nicht alles auf einmal. Aber Blue Box, Banger, hat mir unfassbar gut gefallen. So, und ich würde auch sagen, dass ich damit das heutige Video erstmal beende, weil ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit habe und gleich los muss. Aber alles in allem war es mal eine coole Erfahrung, wirklich hinzugehen und zu sagen, heute liest du, du zwingst dich so gesagt selber Sachen zu lesen, die du so lange liegen hast. In dem Fall sind es nur diese beiden Bände geworden, jetzt hier vormittags. Aber trotz allem ist es ein guter Start und ich würde sagen, dass ich erstmal in meinem Leseupdate des Monats wahrscheinlich genauer nochmal hier drüber reden werde. Vielleicht mache ich auch Ersteindrücke. Und ja, alles in allem, Dankeschön, wenn du bis hier noch dran geblieben bist, in diesem Manga-Lese-Vlog. Ja, abonniere den Kanal, wenn du nichts verpassen möchtest. Schreib in die Kommentare einfach deine Gedanken, vielleicht auch zu diesen beiden Werken, wenn du sie schon gelesen hast. Und ja, ich wünsche dir noch einen wirklich schönen Tag und eine schöne Restwoche.